Hallo, da ist der Ali und in dem Video-Tutorial zeige ich euch einige Tipps und Tricks mit der Modellbearbeitung mit Satellite 3.0 oder 2.0 ist es. Ja. Ich habe schon in einem ersten Video gesagt, Satellite ist eine Software für Fotografen, in dem man Modelle, also 3D-Modelle positionieren kann und so verschiedene Beleuchtungen, verschiedene Modelle hinzufügen kann und die Lichtverhältnisse, Schattenverhältnisse zu testen. Und man kann sich dann das Ganze ausdrücken auf einer Setkarte und muss das nicht oder muss das nicht mit einer mit einem Modell machen und hat so erstens weniger Arbeit und zweitens weniger Kosten. Ja, wie bereits Entschuldigung, wie bereits einführend und im letzten Video gesagt, ist Satellite 3D eine 3D-Software und hat wie jede Software verschiedene Möglichkeiten. Auf die gehe ich hier jetzt zwar nicht näher rein, sondern ich will es nur noch mal zeigen. Na, unter Einstellungen könnte man dann noch verschiedene Sprachen einstellen. Derzeit sind Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch verfügbar. Größen, Laserprinter, Qualitätseinstellungen. Das hat mit der Renderqualität dann schlussendlich zu tun. Ich habe es jetzt momentan auf mittlere Qualität, damit es am schnellsten geht beim Rendern. Die höchste braucht natürlich am längsten und die niedrigste am schnellsten. Es gibt ein Online-Hilfe, Handbuch, Video-Handbuch, Support, Demo, Feedback, Bugmelden, Error. Es gibt den sogenannten Elixir-Shop, Software lizenzieren, heute zu, das kennen wir alles aus anderen Softwares, 3D-Softwares und anderen Softwares. Ja, in der Timeline kann ich mir dann einen ersten Snap machen und das Ganze vorrendern. Allerdings braucht man dann schlussendlich auch Modelle und Material, wo man rendern will. Standardmäßig startet Satellite 3D immer mit einem Modell. Ich habe hier bereits einige vorgefertigte Modelle. Das hier ist das quasi Basismodell, das man hier auch sieht und man hat dann, wenn ich hier draufklicke, kann ich dem Modell Glanze verpassen, rote Haare verpassen, Brünette oder diese Haare verpassen. Ich habe dann hier so eine Vorschau, wo ich sehe, wie das Ganze dann auch ausschauen würde. Also die Haare gefallen mir hier eigentlich ganz gut zu dem Gesicht. Eigentlich auch. Ich kann natürlich hier auch die Haarfarbe verändern. Oder dunkles Schwarz. So passend zu der schwarzen Lederjacke. Wobei die roten Haare dann wahrscheinlich besser passen würden, ja. Also immer, ich habe hier dann immer die Möglichkeit, das Ganze vorgerendert zu betrachten. Gut, was ich natürlich noch kann, ist hier bei Farbe eine eigene Farbe zu definieren. Beispielsweise, ich möchte hier so irgendwie solche
Avatare haben, dann wäre auch das möglich. Aber gut, gehen wir wieder auf die dieses Rot hier. Dann kann ich dem Modell eine Pose geben. Ich kann hier das Ganze entsprechend einstellen oder ich kann mir hier eine bereits fertige Pose nehmen und dem Modell eine Pose geben. Und auch das wird dann wieder vorgerendert. Ja, ich hätte hier die Möglichkeit, die Finger noch bestimmte Variationen zu geben. Auch das wäre möglich. Das kann ich gerne auch in einem weiteren Video dann gezielter darauf eingehen. In diesem Video soll es eigentlich nur so erste Schritte sein, zum Schauen, was man für Möglichkeiten hat. Gut, dann habe ich mein Modell. Ich habe es mir eingestellt. Ich kann dem natürlich auch andere Kleidung verpassen, dem Modell. Das hier würde dann eigentlich schon fast besser passen. Das oder dieses Ledergewand. Ja, genau, lassen wir dieses Ledergewand hier. Also das passt hier dann schon sehr ganz gut. Was ich jetzt noch kann, das sind hier die Lichter, Lichtquellen aufhellen oder verdunkeln. Ich könnte auch hier spezielle Farbeffekte hinzufügen. Machen wir das hier gerne einmal. Ja, das hier passt hier eigentlich schon ganz gut, auch zu der Haarfarbe. Ja, das werde dann über dieses Menü hier kann die Lichtquelle dann schlussendlich auch verschieben oder näher rannehmen. Gibt dann hier auch ein interessanter Effekt. Ist eigentlich schon ganz gut, wenn ich dann weiß, okay, ich habe dann, wenn ich mit dem richtigen Modell arbeite, hier diese Lichtreflexion und der Schatten kommt hier etwas härter. Wichtige Infos, die ich hier dann schlussendlich nicht mehr probieren muss. Und ich kann natürlich auch diese vordere Lichtquelle verändern. Und ja. Ja, so möchte ich es gerne haben. Man sieht hier schon wieder die Vorrändern. Oder vielleicht doch etwas weiter rüber. Ja, das macht hier die Schatten. Das Schattenspiel ist hier das Geheimnisvolle. Und das wirkt hier bei diesem Modell ganz gut. Könnte eigentlich auch so eine Art James Bond Modell sein. Gut. Ich kann jetzt hier ein weiteres Blitzlicht hinzufügen. Machen wir das gerne mal. Auch hier habe ich dann wieder die Möglichkeit, das Ganze entsprechend
zum Verschieben. Oder aufzuhellen. Auch hier kann ich wieder einen Farbeffekt hinzufügen. Und man sieht dann hier nach dem Vorrendern bereits, wie es aussieht. Ja. Vielleicht gerne so. Ja, das ist ganz gut so, finde ich. Schimmer, Geschmackssache. Und da muss man natürlich verschiedene Sachen ausprobieren. Ich könnte jetzt hier ein weiteres Spiellicht oder ein Dauerlicht hier auf der Decke hinzufügen. Dann diverse Reflektoren. Ich möchte aber hier das ein oder andere Requisit noch hinzufügen. Ich möchte hier gerne eine Kamera. Diese Couch gerne hier haben. Auch die kann ich dann entsprechend positionieren. Ja, sagen wir mal so, möchte ich es gerne haben. Und ich kann, was ich noch kann, sind wieso komme ich hier nicht hinterher? Na gut. Gut, irgendwie scheint das hier nicht so ganz zum Funktionieren, weil ich hier eigentlich noch weitere Requisiten hätte. Und auf diese momentan nicht hinkomme. Gut, egal. Ich kann dann ein weiteres Modell hinzufügen. Das positioniere ich zunächst. Was man bei den Requisiten natürlich noch kann, das sind dazu kaufen. Auch hier möchte ich wieder eine etwas eigenständigere Farbe haben. Und auch bei den Klamotten, seiner Klamotten hier, möchte ich hier gerne eine andere Farbe haben. Vergebe hier jetzt gerne ein etwas helleres Blau. Hier so. Und ja, Haarfarbe, die können wir so lassen. Hose hätte ich auch gerne eine andere, das heißt so ungefähr.
Und hier kann ich nun das Licht gerne auf dieses zweite Modell hinzufügen oder einrichten, so dass es auf dieses Modell passt. Ich könnte dann hier nur eine weitere Couch hinzufügen, die ich dann gerne hier haben möchte. So. Hier vielleicht sogar noch etwas weiter vorholen. So ungefähr. Ich hätte hier ja noch weitere Modelle, auf die ich zugreifen könnte und den Raum mehr Leben zu verpassen, aber in diesem Video geht es eigentlich gar nicht so sehr darum. Hier könnte ich wieder die Hände und die Finger verändern entsprechend. Und das ist hier allerdings nicht möglich. Halt nicht möglich, nicht nötig so. Kann hier auch gerne noch mehr die Haut betonen. Das kann ich natürlich auch bei diesem Modell. Da ist irgendwo, genau, ich könnte sogar eine Brille hinzufügen. Machen wir das mal. Genau. Das wäre hier noch. Make-up könnte ich hier noch bestimmen. Vielleicht etwas mehr Rouge. Etwas, ja. Make-up, die Haut noch etwas verfeinern. Ich könnte dann hier noch. Ja, so kann ich mir das Ganze etwas näher mit dem Scrollrad hier holen, um mal das Ganze hier noch etwas genauer anzusehen. Und man sieht hier schon, das Ganze kommt hier eigentlich schon ganz gut. Die Pose gefällt mir vielleicht noch nicht ganz so. Aber auch das könnten wir immer noch ändern, indem wir die Pose hier verändern. Ja, genau, ich glaube, so macht sich das ganz gut. Und auch dieser Farbeffekt, der hier auf dem Boden wirkt und an der Wand wirkt, macht sich ganz gut, weil das auch mit dem Modell harmoniert. Ja, also das war hier so ein erster Schnelleinstieg in oder erste Schritte mit Satellite 3D 2.0. Und werde hier das Ganze noch kurz mit einem Snapshot vorrendern. Haben wir hier. Und ja, kann es hier dann schlussendlich rendern. Es dauert dann einen Augenblick und wenn das gerendert ist, kann ich mir eine Setkarte exportieren
Das dauert jetzt hier einen Augenblick. Ja, und während das hier rendert, werde ich in meinem nächsten Video zu Satellite das Ganze dann noch etwas intensiver bearbeiten. Dies war hier so die ersten Schritte, was es für Möglichkeiten gibt. Man kann ja auch weitere Posen, Styles und Modelle hinzuladen. Auch das werde ich im nächsten Video noch zeigen. Und man kann hier richtige Composings auch machen mit diesem Programm. Und auch das werde ich dann im nächsten Video bearbeiten und im nächsten Video zeigen. Ja, gerne könnt ihr einen Daumen hoch oder Daumen runter geben. Und in die Kommentare hineinschreiben, ob es gefallen hat oder nicht. Ist freiwillig, also das muss man ja nicht. Kann man aber, würde mich freuen. Ja, und wie gesagt, im nächsten Video dann werde ich dann etwas intensiver in dieses Programm einsteigen. Also man sieht hier, wenn es gerendert ist, das hat schon richtige, auch wenn es hier nur mittlere Qualität ist, richtig gute Qualität, und man sieht eigentlich gar nicht, dass es ein 3D-Modell ist, sondern man könnte eigentlich meinen, es ist ein richtiges Modell. Ja. Unter Exportieren könnte ich hier dann schlussendlich noch auswählen. In diesem Fall möchte ich es hier in dieser Variante haben. Man könnte auch diese Variante oder diese LZ-Karten drucken. In dem speziellen Fall möchte ich es aber dann durch. So haben. Und würde jetzt hier auf Export gehen. Ich könnte das Ganze als Checkpad oder als PDF exportieren. Mache ich dann im nächsten Video. Das ist hier eigentlich keine große Hexerei mehr. Und anhand dieser Setup kann ich dann beim Fotoshooting das Ganze, ohne lange experimentieren möchte, ein Modell bereits durchführen. Ja, also bis zu meinem nächsten Video mit Satellite.